Oh, dann herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Wo sind wir? Achso, da. Ganz ehrlich. Komm, den einen kriegen wir noch weg. Ah ja, wir wollten uns hochheilen. Schon wieder vergessen. Du kommst auch da unten. Kann man nicht kombinieren? Ne, kann man nicht kombinieren. Danke dafür. Hochheilen. Den nehmen wir doch am besten. Guck, hier haben wir auch noch so einen schönen Kasten. Den nehmen wir doch den. Und danach noch den. Und dann haben wir es auch schon fast. Ja. So sieht doch gut aus. Noch für den kleinen Hunger zwischendurch hier ein paar Äpfel. Die halten jung und gesund. So. Oh, und ich habe vorher schon wieder vergessen zu speichern. Ah, verdammt. Boah, Alter, aber dieses hängen bleiben. Ah, diese Bäckerei hier gibt's massig Food. Also Essen. Und Kisten. Boah, hier hätten auch mal sich Essen. Da ist der Ausgang, den wir vorhin gesehen haben. Den mache ich auch mal auf. So. Damit, falls sie zu haarig wird, wir fliehen können. Aber ich sehe gerade überhaupt keine Monster. Oha. Ja, keine Monster hier? Bleh, bleh, bleh. Hm. Wodka können wir gerne nehmen. Oh, Brote. Drei ganze Brote. Aber wir sind schon ganz schön aufgeladen. Also, ja, schwer. Wir haben Gewicht. Da hinten ist ein Gang. Da komme ich aber nicht rein. Der geht da hinten weiter. Oh. Okay, also, endet hier dann. Also. Ah ne, halt, das war Wasser. Das war Wasser. Wasser brauchen wir nicht. Weg damit. Nur das Wasser. Ja, keine Ahnung. Gut, dann gehen wir mal hoch. Gar nichts hier? Keine Monster? Das ist ja schon fast ein bisschen zu ruhig. Hä? Hat er gerade Sachen aufgesammelt? Oh ja, habe ich. Ach, von unter uns. Unter uns sind gerade die Fächer und ich sammle gerade von hier oben unten die Sachen auf. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Was ist das? Ist das die offene Fläche? Von da sind wir gekommen. Hier ist die eine Tür, da ist die andere Tür und hier ist die dritte Tür, wo wir gerade rein sind. Kann es das sein? Aber was soll denn diese Türme darstellen? Gut, vielleicht ist auf den Dächern noch welche Türme drauf. Das kann natürlich sein. Ah, okay, also ich. Ja, okay. Das heißt, hier kann ich noch gar nicht viel machen.
Dann gehen wir mal wieder raus. Hier haben wir alles. Genau, hier, die Sachen fehlen jetzt hier. Die haben wir gerade aufgesammelt. Die können auch gerne wieder hier liegen. Das Brot nehmen wir mit, das sieht gut aus. Ja, ist auch gut. Und dann werden wir uns draußen auf jeden Fall erstmal entladen. Wir sind nämlich schon wieder ganz schön voll. Ach, ich würde schon endlich, wir würden mal so einen klassischen Stab finden. Da ist doch unbearable. Dann stop playing this game. Gut, das war's dann mit dem Let's Play. Ich wünsche euch dann alle noch einen wunderschönen Tag und ja, dann sieht man sich dann morgen zu meinem Test wieder oder so. Bis dann. Was denkt sich das Spiel? Als ob. Ich will da rein. Gut, dann gehen wir mal wieder raus und gehen wir draußen an die frische Luft. Oh! Jawoll, ja! Meinte ich nicht, dass ich das hier draußen... Oh nein! Stück für Stück ändert, da kommt der nächste. Oh, alle, wie viele kommen denn? Alter! Holy shit! Hier geht der Punk ab! Ah, das ist so geil, diese Atmosphäre einfach. Holy shit! Das ist schon ordentlich. Oh, ich höre Geister. Ja, da hinten funkt es. Da sind definitiv Geister. Ja, aber wo? Hier funkt es überall gerade. Da ist er. Gott, ist das eine bedrückende Atmosphäre. Das haben wir auf jeden Fall nochmal überarbeitet. Also dass das so krank war, kann ich mich nicht erinnern. Holy shit. Das ist ja übel. Okay, ich will mal ganz kurz gucken. So, ja gut. Ich wollte gerade gucken, ob man die Türme sieht, aber man sieht ja gerade gar nichts. Aber ich schätze mal... Also, ne, wir stehen jetzt quasi hier in der Mitte von dem Fehlstück. Wir gucken gerade in die Richtung. Hier ist die Tür, aus der wir gerade rausgekommen sind. Hier ist das, wo das Level begonnen hat. Also hier war das Eingang zum gesamten Level. Hier unten ist dieser kleine Unterschlupf da unten. Und ich schätze mal, weil da auch das Schlüsselsymbol ist, dass wir da auch wieder rein müssen. Ist das alles krank hier. Alter. Diese Atmosphäre ist schon echt insane. Ah, das ist schon echt krank.
Ah, ist wirklich wow. Gut. Da waren wir bereits. Hey, genau, wir haben ja alles gemacht. Wir müssen nur noch die oberste Etage machen. Das mit den Frauen. Wo ich halt so gar keinen Bock drauf habe. Weil ich überhaupt nicht weiß, wie wir das machen wollen. Ach, Leute. Wir sind jetzt 10 Minuten drin, ne? Ich werde jetzt 20 Minuten lang versuchen, irgendwie mit den Frauen fertig zu werden. Und sie kommt direkt. Ich höre sie. Hä, warum geht die wieder weg? Gott, wo hab ich eine günstige Position, sie fertig zu machen? Ich glaube hier. Hier bin ich mit dem Rücken geschützt und habe beides gut in Sicht. Frage ist, kann man die erschießen? Nee, ne? Ich glaube, sie sind relativ unbesiegbar. Ja. Ich mache überhaupt keinen Damage. Okay. Stellt sich raus, die haben Damage. Nur halten sie scheinbar sehr viel aus. Andersrum. Also. Zum einen halten wir sehr viel aus. Digga, 5 Schuss? Ernsthaft? Also, ist er nur. Okay, ich muss mal gucken, wie viel Munition verbrauche ich da. Das ist ja insane. Erstmal beide Waffen nachladen hier. Wie kann ich ohne nachgeladene Waffen speichern? Das ist ja ein Vergehen. So, wir haben 170 Schuss. Ah, super. Jetzt sind er beide. Gut, dann lade ich nochmal nach. Weil die ich angefangen habe abzuschießen, ist jetzt hinten. So, 155. Viel zu viel. Oh. Und die haben eine echt weite Range. Lol, wie der einfach mit einem Mal zugeht. Gott, dieses Schritte hören und nur darauf warten, dass irgendwo einer erscheint. Es ist so krank.
Okay, keine Ahnung, wo die jetzt ist. Da ist einer. Hundertsiebzig. Aber das war ein Magazin. 35, ja genau, 34 Schuss pro Runde. Ich wünschte, ich hätte ein Fahnenkreuz. Ich kann leider nicht mal hier irgendwie Kimme und Korn nutzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt treffe. Das ist doch Kacke. Display. Nein. Video. Wo war denn das? Irgendwo gab es doch diese Hood-Option. Das ist das gesamte Menü? Wo ist denn dieses umfangreiche Ding? Verstehe ich nicht. Hardware-Renderer. Kann man es hier einstellen? Hm. Ich vermisse gerade so eine paar Optionen. Mal kurz. Ich versuche über die Konsole. Ich weiß gerade nicht mal, wie man das auf Englisch schreibt. Ha. Was ich suche. Dieses Fadenkreuz. Wer ist das auf Englisch? Das ist doch dumm. Wieso? Als ob es das nicht gibt? Haben die es hier echt komplett rausgenommen? Das ist doch scheiße. Guck mal bei Texturoptionen. Nee, auch nicht. Goddammit. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir mit ohne Fahnenkreuz spielen wollen. Weil du kannst halt so. So, das ist die eine. Und das ist die andere. Okay. Jetzt habe ich beide in der Mitte vom Bildschirm, so ungefähr. Ich hoffe. Okay, schon mal mehr als 70 Kugeln pro. Alter, man braucht fast 80 Kugeln für eine einzige. Das ist einfach too much. Das ist einfach insane. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Ich meine, was wir probieren können.
Oh, okay, man braucht weniger Kugeln, wenn man nah dran ist. So, beide sind jetzt da. Was mache ich denn? Ich weiß halt nicht mal, wo ich hin muss. So, das ist gerade mein Problem. Ich weiß halt nicht mehr, was ich hier machen muss. Oh, das war gerade dumm. Kann ich einfach Steine werfen, ganz ehrlich? Ist sie gerade durch das Gitter durchgeschoben worden? Okay, das scheint scheinbar wirklich so eine ganz harte Grenze zu sein. Sobald ich etwas zu nah dran stehe, bin ich so mit instant tot. Und wenn ich zu weiter weg stehe, kriege ich gar keinen Schaden. Oh, Leute. Okay. Ich mache erstmal Gottmord. Und lass dich beide sprengen. Ich muss erstmal wissen, was wir überhaupt machen wollen. Achtung, könnte laut werden. So. Gottmut aus. Und jetzt muss ich erstmal gucken, was wir überhaupt machen müssen. Es gibt noch mehr? Oh oh. Gut, dann lasse ich Gottmut mal lieber an. Was zur Hölle müssen wir hier machen? Weil ich glaube nicht, dass wir sie umbringen sollen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwas machen, wo wir einfach sehr schnell sein müssen. Oha. Hier sind noch mehr, ne? Ja, da sind noch welche. Okay, es gibt also unzählige davon. Ich habe bereits die nächsten. Okay, Leute. Ja, komm, diesen Part skippen wir. Das werde ich in meinen Lebenszeiten nicht schaffen. Da hinten ist er. Aber wie komme ich eigentlich ran? Das werde ich an meinen Lebenszeiten... Ja, hier ist ein Schalter. Das ist wirklich so ein Jump-in-One-Part, wo du einmal durchrennen musst und dann raus bist du. Aber... Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist absolut nicht meine Liga. Muss ich ja ganz traurig zugeben. Ganz traurig und nüchtern. Ich meine, gibt es hier überhaupt noch irgendwas, was man abgesehen davon machen kann? Achso, hier ist die andere Seite von der Tür. Okay. Das heißt, wir mussten nach hier und da ist die andere Seite von der Tür. Genau, da ist die Tür. Okay, es gibt hier aber auch scheinbar sonst nichts zu machen. Ist also wirklich einfach nur einmal durchrennen oder was? Ich meine, gut, das würden wir vielleicht sogar hinbekommen. Wenn wir hier in dem Bereich nichts machen müssen, dann könnte ich das ja vielleicht sogar schaffen. Hier gibt es echt nichts zu machen. Ist also einfach nur einmal quer durchrennen. Ich glaube, das können wir sogar schaffen. Ich probiere es zumindest einfach mal. Einmal. Oh, Alter, diese Stelle hier kotzt mich so an. Es ist so... Oh, es ist so nervenaufreibend.
Gut, wisst ihr was? Machen wir nächste Folge. Ist schon 25. Aber diesmal halt. Ich vergesse Anton zu speichern. 69. Müsste das Folge 18 sein. Oh, das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Bis dann.